Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die mit Machete. Hey. Ja, sehr nice. Ich hoffe, dass man mit der vielleicht ein bisschen schneller auch die ganzen Leichen und so weiter zerlegen kann. Materialien. Hier haben wir noch ein Fenster. Das trifft sich sehr gut. Denn warum auch immer ist dieses Fenster hier oben kaputt gegangen und ich wollte es reparieren, weil ich habe, glaube ich, so noch nie vorher Fenster irgendwo in einem meiner Häuser eingesetzt. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht kann man das ja auch einfach so ganz stupide reparieren. Nein, geht natürlich nicht. Werdet ihr wahrscheinlich alle auch schon geschrien und gesagt haben, aber nichtsdestoweniger, ja. So, habe ich noch irgendwo hier vielleicht? Hier hätte ich sogar noch eine Machete. Aber die ist schlecht. Dann, was kriege ich für die, wenn ich die verkaufe? Da kriege ich einiges für. Ich glaube, dann verkaufe ich die lieber, als dass ich die jetzt einschmelze. Hier ist das Metalldings. Da werde ich jetzt aber mein Jagdmesser rein versenken. Echt jetzt? Willst du mich auf den Arm nehmen? So, willst du bitte verschwinden? Dankeschön. Sehr nett. Dann haben wir hier oben das mal für den Händler. Eiserne Feueraxt. Na komm, einmal reparieren. Können wir sie auch noch. Beim nächsten Mal wird sie dann einfach eingeschmolzen. Knüppel. Ach nee. So, da wir jetzt gerade nichts schaufeln müssen, glaube ich, kommt das jetzt hier einfach mal rein. Das hier, Stein. Ach Gott, da brauche ich so viel Stein, brauche ich niemals. Das lasse ich jetzt hier drin. Zack. So. Ja, schatztechnisch war nicht so ganz erfolgreich. Ich glaube, den einzigen, den wir jetzt noch hätten, wäre irgendwo hier hinten da. JWD, also ganz weit draußen. Dann lassen wir jetzt mal bleiben. Was sagt die Uhrzeit? 12.16 Uhr. Würde ich sagen, nochmal kurz satt essen, satt trinken und dann legen wir einfach mal los und düsen mal in die andere Stadt, also in die neue Stadt. Jetzt müssten wir uns übergegessen haben. Ja, das ist sehr gut. Das wollte ich auch. Dann nehmen wir nochmal alles an Dingens hier mit. Jetzt trinken wir nochmal normales Wasser. Kann ich hier lassen. Unter Werkzeug lasse ich dann auch einfach mal das Ding hier und das Ding hier. Ach, hier habe ich das geschmiedete Eisen drin. Naja, gut. Lassen wir es mal so. Und ich glaube nicht, dass ich so viele Bolzen hier mitnehmen will. So, ich glaube, hier drüben habe ich auch leider nichts, was Sprit angeht. Dann, ha, gut, dass ich sage, Werkzeugkiste. Ist das hier meine einzige Ranch? Tatsache. Geschmiedeter Stahl braucht man dafür zum... Kann ich mir eigentlich eine eigene herstellen? Ich glaube nicht, ne? Schraubenschlüssel. Doch, könnte ich. Aha. 12 mal davon und 4 mal hiervon. Materialien. Weil wenn ich jetzt eine 350er mir herstellen kann... Gucken wir doch mal. Tatsache. Wie geil ist das denn? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mir selbst eine Ranch herstellen kann. Ich dachte, die findet man immer nur oder so. Naja, wie finde ich denn das? Ja, das finde ich sehr cool. So, dann... Ah, was will denn die Leiste schon wieder? Lasse ich die Woodframes jetzt mal hier drinnen. Und würde jetzt natürlich schon gerne noch die Dingens mitnehmen. Hier läuft nichts. Wenn die denn noch einschmilzt... Schmilzt, zack. 760, wobei, ne? Da werden wir noch einiges von brauchen, weil wir ja beim letzten Mal festgestellt haben, dass so ein Stack von 500 Einheiten auch relativ schnell verbraucht ist. Von daher, So, hier wollte ich reingucken. Jetzt haben wir noch 60 Punkte, hätten wir noch zu vergeben. Was ist denn hier? Secret Stash, Barta, Messerjunge, Stumpfe, Dingsbums, Kleidung, Rüstung.
Ja, Electrical Basics, das hätte ich dann alles. Ja, die muss ich ja auch irgendwann haben, ne? Stahlschmied, okay. Medizin, langsam, aber macht sich ja irgendwie von selbst. Was haben wir hier noch? Plünderung, schneller Eddy. Ob ich da 4 Punkte rein verschwenden möchte? Ich glaube nicht. So, was haben wir hier noch? Schatzsucher. Ja, hätte ich das mal beim letzten Mal, aber dann eben nicht. So, was muss ich hierfür sein? Level 80. Was bin ich jetzt? Ich glaube 71 oder 72 oder so. Feuerwaffenschmied. Ja, über kurz oder lang müssen da Punkte rein. Das ist, glaube ich, eine Kreischerin. Ja. Ich muss weniger trinken. Ach komm, wir müssen sie jetzt ja nicht alle raushauen. So, jetzt müsste auch meine selbstgebaute Wrench fertig sein. Sehr schön, eine 350er. Möchte ich die denn überhaupt mitnehmen, die hier? Ach ja, komm, schadet ja nichts. Und dann noch mal kurz auf die Karte gucken. Möchten wir nämlich gerne hier unten hin. Schneller Wegpunkt. Ach nee, hier ist ja schon die Tür. Und während das da drin alles vor sich hin werkelt, macht und tut, bitte einmal aufmachen. Dankeschön. So, jetzt bitte nicht runterfallen. Das ist ja Leitern in diesem Spiel. Wahnsinnig. Au. Also auch da nicht rückwärts drüber gehen. Gut, merken fürs nächste Mal. Ach, hier vorne hat sie sich verselbstständigt. Hat sie vielleicht was Nettes da? Naja gut, so nett ist das jetzt auch nicht, was sie dabei hat. So, in welche Richtung? Da drüben hin. Nee, so rumwenden bitte. Und so rumfahren bitte. Upp. Und dann gucken wir mal, was diese neue, kleine, coole Stadt da unten für uns bereithält. Ich kann mich nämlich leider überhaupt nicht mehr daran erinnern, was für ein Typ Stadt das war. Aber wir werden es ja hoffentlich gleich sehen, weil mit dem Minibike sollten wir ja, sofern wir nicht an allzu vielen Dingen hängen bleiben, relativ schnell da sein. Huch! Ich dachte, da käme jetzt hier hinter einen Abhang, deswegen bin ich mal kurz stehen geblieben. War jetzt irgendwie auch merkwürdig, dass er da genau stand. So, ach, der Abhang kommt jetzt irgendwie hier, ne? Ja. Langsam und vorsichtig, vorsichtig und langsam. Ist das denn die Stadt? Hallo. Da oben ist, glaube ich, der. Da fahren wir jetzt auch einfach mal kurz vorbei. Dem könnte ich ja auch einfach die Sachen verticken, die ich im Minibike drin habe. Wenn das tatsächlich. Oh, was ist denn das da unten? Wenn das tatsächlich der Händler ist. Das ist ein Händler. Das ist cool. Dann machen wir das jetzt ganz einfach. Ich nehme die beiden Sachen hier raus. Wo ist denn hier bitte schön vorne? Könntest du das mal. Warum steht hier eigentlich nicht ein Schild vorne oder sowas? Oder war ich bei dem Händler schon? Schnell zumachen. Ist das der Händler, bei dem ich schon mal gewesen bin? Ich weiß das gar nicht mehr. Sieht zumindest so aus wie bei wie der Händler oder wie ein Händler, bei dem ich schon mal war. Ja, komm. Was hast du denn im Secret? Eine Battery Bank. Ich meine, gut, was gucke ich jetzt hier eigentlich, ne? Ich würde mich ja sowieso im Shotgun Turret ärgern, wenn hier wirklich was richtig Tolles wäre. Und ich könnte es mir nicht kaufen, weil ich kein Geld dabei habe oder irgendwie sowas, ne? Aber, ach, jetzt hast du ein Nachtsichtgerät. Jetzt, weißt du, geh doch weg, du Vogel. Was haben wir hier unten? Immer noch die Generatorbank. Ein Timer-Relais, okay. No refunds, deal's done. Now beat it, fucker. Du mich auch. Nee, komm, das hat hier keinen. Das hat hier keinen Wert. Wo habe ich denn geparkt? Ach ja, auf der anderen Seite, auf der genau anderen Seite. Aber das ist doch bestimmt der Händler, wo ich ganz zu Anfang war. Oder ist der einfach nur tatsächlich gleich blöd in den Berg gebaut?
Nee, das wird dann wohl der hier sein, ne? Oder? Hm. Naja, komisch, komisch. Lange Rede, kurzer Sinn. Da unten ist die Stadt. Da wollen wir hin. Ohne, dass wir jetzt hier großartig uns totfahren nach Möglichkeit. Aber es ist ja echt cool, wie weit man doch gucken kann, ne? Also, klar, das Terrain braucht man nicht mal ganz schön lange, um nachzuladen, aber so unterm Strich kann man doch recht weit gucken. Immer wieder mal. Ja, und es ist irgendwie schade, dass das keine ganz große Stadt ist. Es gibt ja auch hier dieses, oh, Cars. Es gibt ja auch diese Stadt mit dem... Was haben wir hier drin? Wo möchte ich denn zuerst rein? Was bist du jetzt hier? Ein Essensladen mit einem komisch geparkten Auto. Fahren wir einfach mal kurz durch hier. Es gibt ja diese Stadt, die in der Mitte diesen, wie heißt denn das Ding, hat so ein Gebäude, was noch nicht fertig gebaut ist, so ein Stahlgerüst sozusagen. Und das ist wirklich... Ach, hier komm, fahren wir einfach mal mit dem... mit dem Tankstelle hier vorne an. Das war ein Wolf. Und ich heize mal wieder stumpf dran vorbei, ne? Hier ist hier wieder die Dingens der Hölle. Ja, klar, in dem Moment, wo ich zuhauen will, gehst du weg, oder was? Ich glaube, es hackt. Eine Dosensuppe. Ein paar mechanische Teile. So. Wo ist denn der Wolf jetzt hin? Und warum ist es hier so kalt? Ach, da ist er ja. So, Machete. Gucken wir mal, was denn hier so geht. Geht auf jeden Fall schnell und ich glaube, das war auch echt viel Fleisch, was da rausgekommen ist. Ich weiß zwar nicht, wie viel Fleisch man sonst aus so einem Wolf rauskriegt, aber das war für meinen Geschmack, fühlte sich sehr viel an. So, aufpassen, hier können alle Ecken irgendjemand rumschlafen. Deswegen nehmen wir erstmal das Benzinfass hier auf und looten jetzt hier mal die Zapfsäulen. Weil Sprit habe ich ja irgendwie auch nicht mehr so viel. Und bauen die einfach mal flott ab. Da kriegen wir ja noch genügend. Oh, hier, elektrische, mechanische und alle möglichen Parts bei euch. Das ist cool. Die sind da wirklich sehr ergiebig. Was bitteschön war das? Und wo kommst du bitteschön her? Vor allen Dingen auch geil. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Bin da stumpf am Abbauen von dem Ding und tatsächlich erst quasi als ich gestunt war oder so. Ja, das geht schneller. Vorher hat man mit dem Ding nämlich 3 Schläge gebraucht, um den in dem noch nicht verwesten Zustand abzubauen. Oder es war wieder dieses Phänomen, ich habe hier um die Ecke geguckt, es war keiner da. Und dann ist da spontan doch jemand gespawnt und irgendwie so, keine Ahnung, merkwürdig. Ja, irgendwie hätte ich, also eine andere Stadt wär cooler gewesen, die irgendwie größer ist mit, wie gesagt, diesem Baustellengebäude oder irgendwie sowas. Weil hier, ja, die Läden sind alle etwas kleiner. Oh, irgendwas verliere ich da schon. Was habe ich denn, was ist denn hier ein kurzes Eisenrohr? Ja, dann nehme ich doch lieber das kurze Eisenrohr mit als diese blöde Glasscheibe. Aber wenn es jetzt schon losgeht, dass die Taschen voll sind, wie sollen das dann erst gleich bzw. später werden? So, wir tanken jetzt erstmal nach. Oh Gott, da ist ja ganz schön viel reingegangen. Na, eigentlich glaube ich, kriege ich das meiste davon. Oh, eine Batterie, cool. Die ist sogar auch besser. Ja, dann machen wir die doch gleich rein. Das meiste davon werde ich wahrscheinlich gleich sowieso wieder kriegen, aber habe ich Federn am Mann? Nee, schade. Aber bevor mir dann vielleicht ein guter Motor oder keine Ahnung was flöten geht, mache ich die Taschen lieber leer und stecke dann später hinterher irgendwie vielleicht ins Minibike rein oder so. Als, ne? Und so.
jetzt hier ständig irgendwelche Sachen verliere, das vielleicht nicht mitkriege oder keine Ahnung was. Aber so die Dingens baut sich, der Schraubenschlüssel baut sich auch relativ schnell ab, stelle ich fest. So, dann tun wir hier nochmal wieder Krams rein. Was habe ich denn hier? Stoff habe ich nicht drin, aber Leder und der Tank ist voll. Das ist gut. Die Eisenrohre, ja, könnte ich scrappen. Lasse ich aber mal. Öl werde ich wahrscheinlich auch gleich kriegen, aber... Ja, komm. Gut, die habe ich. Da müsste eigentlich nichts mehr drin sein. Was steckt? Dann gucken wir doch hier mal rein. In die Garage, was da Schönes auf uns wartet. Früher war das ja immer noch so, eine Werkbank vielleicht, geile Werkbank oder so. Ich höre Zombies, aber wahrscheinlich hier unten. Ist hier keiner drin? Das irritiert mich jetzt. Okay. Ja, früher, ne, ist hier vielleicht eine Werkbank, die ich abbauen kann oder so und... Heute, ja, klar, geht man hier trotzdem noch rein und guckt man sich hier noch um, aber es irgendwie, ich fand es früher was ein Stück weit spannender, was so denn, so das große, ja, irgendeiner schläft hier, aber hier scheint das wohl nicht der Fall zu sein. Oh, da drüben, na, ja genau, ich, pass auf, ich werfe meine Tabletten auf dich. Wo willst du denn hin? Wo bitteschön willst du hin? Hier hinten bin ich doch, du Vogel. Also diese KI, also diese nicht vorhandene KI. So, sind jetzt hier vielleicht doch spontan irgendwo welche gespawnt oder sowas? Der ist leer. Oben komme ich da so ran, sehr schön. Aber das macht ja irgendwie auch Sinn, dass hier in den Kisten ja so Elektronikteile, Autoteile oder sowas drin ist, ne? Aber ansonsten... Ja, mach du mal. Ist hier... Komme ich, glaube ich, nicht drum rum, hier mich reinzuhacken. Sonst noch irgendwas? Nee. Draußen ist da jemand. Na, hier hinter schläft da bestimmt auch irgendwo jemand. Was ist denn hier los? Was ist denn hier kaputt? Also das irritiert mich dann auch total, wenn man dann irgendwo reinkommt. Ja, wenigstens klopfen sie an, ne? Man kommt hier rein und dann schläft hier keiner rum. Also dabei rechnet man ja eigentlich alle Nase lang damit, dass jemand hier rumliegt. Oh, was habe ich denn jetzt eingepackt? Oh, böse Bohnen. Auch schön. So, was haben wir hier Nettes? Nix. Mein erstes Schloss. Das brauche ich nicht. Wo ist derjenige denn, der da rumhackt? Den werde ich jetzt mal zerlegen. Und dann gucken wir doch mal mit dem Ding. Eins. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und noch einen neunten Schlag. Das ging ja eigentlich ganz schnell. Also mit der Picke, die möchte ich eigentlich nicht mehr missen müssen, ne? So, was ist denn jetzt hier los? Was ist denn euer Problem? Vielleicht, wo bin ich denn reingekommen? Hier vorne. Wo haben die denn rumgehackt? Ah, wo kommst du denn her? Warst du vielleicht auf dem Dach oder so? Naja. Schmerztabletten dabei. Ja, so. Gucken wir hier nochmal links an die Seite. Nicht, dass wir hier... Ne, da eiert keiner rum. Hier vielleicht doch irgendwer am Schlafen. Ah ja, in den Müll reingucken. Es gilt ja auch, wie heißt das da gleich? Scavenging. Also, ne? Also hier Zeug finden. Ne, das sieht doch ganz ruhig aus. Bisher. Kaffee. Ach, hier vorne schläfst du. So. Gut,
gute Nacht. Kannst du weiter schlafen. Oh, ist die kaputt. Aber immerhin 34 Nägel drin. Die nehme ich doch lieber mit als hier diese Glasscheibe. Und aus der Feder mache ich doch eben nochmal schnell einen Armbrustbolzen. Hey, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, da kommt eine Wanderhorde. Dann möchte ich doch hier irgendwie gerne raus, glaube ich. Eigentlich nicht zur Wanderhorde hin, aber... Oh, das sind ja alles nur Hazmat-Zombies. Nein! Lass das! Würdest du mal die Waffe wechseln? Verflucht! Oh! Das darf doch nicht wahr sein! Also ich befürchte zwar, dass ich mir jetzt manchmal so ein bisschen zu selbstsicher hier bin, aber dass der immer so lange braucht und vor allem, ich habe gerade jetzt schon dreimal gedrückt zum Schießen und das hat ihn nicht interessiert. Kann nicht wahr sein. Nein. Ich bin gezielt. Ah, ich habe da hinten die Scheibe eingeschossen, ne? Oh. Oh, komm jetzt hier endlich mal weg hier. So, gab es noch ein Level up. Die liegen hier nämlich so ein bisschen übereinander. Nicht, dass mir hier irgendwas Loot-Technisches entgeht. Nee. Ach komm, die zerlege ich. Dafür nehme ich die lieber mit. Was ist denn jetzt hier los, Freundchen? Was stimmt denn nicht mit dir? Mach doch mal bitte die Tür kaputt. Damit das hier mal Ruhe gibt. Auch immer zum Waffe wechseln. Mann. Okay. Schade, ich dachte, die Hazmat-Zombies hätten irgendwie coolere Sachen dabei, aber... Hoppala. Der ist schon leer. Hm. Ja, dafür habe ich mir gerade erfolgreich eine Infektion eingefangen. Und meine Taschen sind voll. Das ist doch nicht zu glauben, ist das doch nicht... Habe ich hier sonst noch irgendwas, was da reinsteckt? Das Geld steckte. Nee, ansonsten glaube ich, habe ich da leider nichts drin, was so mit sich ineinander steckt. Oh Mann. Ja komm, dann machen wir mal hier Kiste. Nee, keine Lagerkiste, sondern eine gesicherte hätte ich gerne. So. Das kann ja nicht sein, dass wir jetzt schon wieder hier... Ja, genau. Wir schließen sie ab, damit die Zombies auch ja nicht rankommen. Dann lasse ich doch einfach mal irgendwie so ein bisschen... Das ist ja vollkommen wurscht eigentlich, was ich alles hier lasse. Hauptsache ich lasse irgendwie alles hier, was ich gerade nicht gebrauchen kann. Stein nehme ich aber wieder zurück. Das, glaube ich, möchte ich schon gerne bei mir behalten und dann... Na... Ich hätte eigentlich gedacht, die ist etwas schneller, die Machete. Aber. Einmal Spiritus oder was das war. Aber ist vielleicht auch. Also ich weiß ja nicht, ob die. Vielleicht wisst ihr das ja. Ob die Machete auch den Klingenwaffen-Skill schneller nach oben treibt, als wenn man es jetzt nur mit dem reinen Messer macht. Oder ob die Machete vielleicht auch mehr. Also dass man immer mehr rauskriegt aus den Zombies. Das könnte natürlich auch sein. Dass man jetzt mehr Knochen da rauskriegt oder mehr Fleisch oder keine Ahnung wie. So. Nehmen wir den Stein noch mit. Ja, das war jetzt ja hordentechnisch eher minder erfolgreich. Ich könnte mir, glaube ich, hier mal so ein Schmerzmittel reindrücken. Irgendwer ist da auch schon wieder aufgewacht und irgendwie ist mir auch schon wieder warm. So.
da drüben. Ja. Na gut, ihr Lieben, dann looten wir hier einfach mal an beim nächsten Mal weiter. Könnt ihr hier nochmal ein nettes kleines Fotochen von machen. So. Und dann, ja, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs freundliche Zusehen. Bis dahin, tschüssi.